In der Bastion unserer Kleriker Elefantenrüstung, ich weiß nicht, ob ihr es seht, da ist der Rüssel, das Sixpack, die zwei Punkte, das sind die Augen. Ja, ein bisschen zwischendurch schaut es wie ein Elefant aus. Wir suchen Falk. Oh, wir hatten nochmal noch einen Kampf mit Tiaug. Ach komm, wird hier angezeigt schon. Ups, Wand. Was machst du da? Komm mit. Mist. Jetzt da. Roni reingeflogen. Der Typ noch was für mich hat. Hab ich ja schon. Ich glaube, ich habe eine Kleriker gemacht im Wohnraum. Oder halb eins von beiden. Jo. Gibt es einen Grund, warum du mich so anstarrst? Nun, ich... Ja? Naja. Er will mit dir kämpfen. Was? Warum? Brauchst du Training? Im weitesten Sinne. Aber nein, ich hatte etwas Radikaleres im Sinn, fürchte ich. Du fürchtest? Meinetwegen? Nein, eher das Gegenteil. Was? Kurz gesagt, er möchte, dass du ihn vermöbelst. Wie bitte? Was? Das ist jetzt vielleicht etwas zu salopp dahergesagt. Der einfachste Weg wäre es, dich zu provozieren. Aber das wäre ja ein sehr unhöflicher Akt. Also... Okay, Jungs, Schluss damit. Egal, was ihr genommen habt, aber ich habe gerade keine Zeit für so einen Unsinn. Also, wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich habe zu tun. Nicht so gut gegangen. Nun, ich könnte ihn ja auch einfach so angreifen. Lass mal gut sein. Tiaks Worte waren deutlich. Ich schätze, er würde es dir übel nehmen, wenn du so etwas Feindseliges versuchst. Wir lassen ihn besser in Ruhe und suchen uns ein anderes Opfer. Nicht nötig. Ich habe bereits, was ich brauche. Im Ernst? Aber du sagtest doch... Es ist wie bei einer Doktorarbeit. Ein negatives Ergebnis ist auch eins. Man muss die These, die man beweisen will, nur gut genug recherchieren und bearbeiten. Auch wenn sie sich als absoluter Unfug herausstellt, gilt die Doktorarbeit trotzdem als gelungen, wenn sie umfangreich und akkurat genug ist. Jetzt komme ich nicht mehr mit. Das macht nichts. Wichtig ist nur, dass du mir geholfen hast, mein Teilziel zu erreichen. Vielen Dank. Lass uns weitermachen, während ich meine gesammelten Daten auswerte. Wenn du später noch einmal Zeit für mich hättest, dann versuchen wir noch ein weiteres Experiment, okay? Wie sieht's bei dir aus? Gut, ich sammle viele neue Eindrücke an deiner Seite. Du bist ein interessanter Mensch mit vielen Facetten. Wäre spannend zu erfahren, was passieren würde, wenn du sie alle ausspielst. Okay. Es ist Zeit für den Bulli. Ach. Wo ist er denn? Hier steht er. Jo. In Ordnung. Ich bring dich zum Duke und halte dein Händchen bei deinem Monatsbericht. Ah, du hast es gerade nötig, dich über mich lustig zu machen. Bei den ganzen Kompromissen, die du bei der Scheiße in der Bastion eingehst. Du kannst mir doch erzählen, was du willst. Voll dahinter stehst du bei der sechsten Machtgeschichte wohl auch nicht. Doch. Wenn du dich da mal nicht täuschst. Ach komm, hör auf. Je schneller wir das hinter uns bringen, desto besser. Also, sieh zu, dass du deinen Arsch zum Krater bewegst. Und vergiss nicht, mich mitzunehmen. Ah, mitnehmen müssen wir noch. Mitkommen. Hab's kapiert. Als Bericht bei du. Mit den Umweg weg. Weg schaut gut aus. Viel effizienter. Ah, wir sind ja kein Halb mehr. Wir müssen ja nicht effizient mehr sein.
Monatsbericht kommt. Ich sehe dich. Vergiss das nicht. Ole. Was wirst du tun, wenn Baxter nur mir ans Leder will? Die Antwort darauf solltest du kennen. Zuschauer. Nichts tun. So, was wird das hier? Dauerlutscher-Parade? Ja. Ich bin hier, um meinen Monatsbericht abzugeben. Ah ja, sehr brav. Und, was gibt es zu berichten? Ich gehe davon aus, dass alles zu meiner Zufriedenheit verlaufen ist. Komm schon, Baxter, lassen wir das. Du weißt genau, dass jeder deiner letzten Aufträge zum Scheitern verurteilt war. Allerdings, das ist mir in der Tat auch aufgefallen, Bully. Tja, was machen wir denn da? Kann es sein, dass dir nur der richtige Anreiz gefehlt hat? Ich war bei seinen Missionen dabei. Wie das denn? Er hat mich mitgenommen. Keine davon war wirklich zu schaffen. Ach, tatsächlich? Und warum glaubst du, sollte ich Wert auf deine Meinung legen, du Penner? Bully sollte auf dich aufpassen. Keiner sagte was davon, dass er dich gegen mich aufstacheln sollte. Noch so ein Minuspunkt auf Bullys Liste. Bully ist zwar ein Arsch, aber er ist dir gegenüber immer loyal gewesen. Das werde ich mir merken. Na schön, ich sag dir, was wir jetzt machen werden. Ich hab dann noch einen Auftrag für dich, Bully, wenn du den auch verkackst. Ich hab schon verstanden. Was willst du? Was soll ich machen? Ich hab da so einen Quacksalber aufgegabelt. Der hat mir zugesichert, dass er unsere Stims verbessern kann. Er braucht dazu einige Proben dieser Viecher aus den dunklen Türmen. Du willst Bully dunkles Elix sammeln lassen, um daraus Stims herzustellen? Brauche ich einen Wiederkäuer oder was? Ja, das habe ich gesagt. Wer ist dieser Quacksalber? Ein absoluter Spitzenmann. Und du hörst auf, mir blöde Fragen zu stellen. Sonst ist es das Letzte, was du tun wirst. Ist das klar? Das mache ich nicht. Was hast du gerade gesagt? Ich habe mich da wohl verhört. Ich war lange genug draußen und habe gesehen, was dieses dunkle Zeug mit den Menschen macht. Also, gegen die Biester kämpfen ist eine Sache. Aber sie ausnehmen. Ich pack das Zeug nicht an. Ach nee, da sind dir wohl ein paar Haare am Sack gewachsen, seit du mit dem Kerl hier unterwegs bist, was? Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Rückgrat, mein Freund. Ich warne dich. Ist mir egal, das dunkle Zeug packe ich nicht an. Schick jemand anderen. Bully, Bully, was soll ich bloß mit dir machen? Hey, Fresse halten, habe ich gesagt. Hör zu, Bully, du lässt mir keine Wahl, als dich zu degradieren. Die dicken Aufträge kriegst du also bis auf Weiteres erst einmal nicht mehr. Ab heute bist du mein Botenjunge und wirst kleinere Aufträge übernehmen, die sonst keiner machen will. Komm schon, was soll das? Ich hab mir für dich jahrelang den Arsch aufgerissen und du weißt das auch. Das ist der Grund, warum ich dich nicht gleich in der Gosse verrecken lasse. Also, halt die Schnauze und hör zu. Ich hab da einen größeren Coup geplant. Deine alte Wüstenteufel-Gang wird das dieses Mal übernehmen. Wie du weißt, sind sie seit geraumer Zeit getrennt voneinander im Außendienst unterwegs. Sie wissen auch alle schon, worum es geht. Ich musste noch ein paar Vorbereitungen dafür abschließen, aber jetzt ist es soweit, dass deine alten Kumpels loslegen können. Geh und such sie, wo auch immer sie herumhängen mögen, und sag ihnen das Passwort. Dann wissen sie schon, was zu tun ist. Wie lautet das Passwort? Das Kalb geht zum Schlachter. Kannst du dir das merken? Klar. Und das ist alles? Das ist alles. Und vergeig es nicht wieder, klar? So, und jetzt geht mir aus den Augen, ihr Flachzangen. Ich hab zu tun. Das war gut. Ein wahres Licht. Du bist das Kalb, Junge. Das Kalb geht zum Schlachter. Ah ja, die werden uns sicher nicht attackieren. Wüstenteufel? So haben wir uns damals genannt. Eine Gruppe von Halsabschneidern, die Tavar unsicher gemacht hat.
Ein ziemlich cooler Haufen. Wir haben geklaut wie die Raben und jeder konnte sich auf den anderen verlassen. Das war zu der Zeit, als Baxter noch im Fort von Tavar das Sagen hatte. Die glorreichen Zeiten. Ja, irgendwann ist jeder seinen eigenen Weg gegangen, wie das halt so ist. Okay, und was jetzt? Hast du doch gehört, ich muss die ehemaligen Wüstenteufel ausfindig machen und ihnen die Nachricht übermitteln. Du kennst den Duke ja eigentlich ziemlich gut. Was könnte die Nachricht an deine ehemaligen Waffengefährten bedeuten? Hört sich nach fetter Beute an. Vermutlich ein Überfall auf einen Konvoi oder so etwas. Egal, ich bin sowieso nicht dabei. Ist dann eben so. Ich werde mal meine Fühler ausstrecken und die Wüstenteufel suchen. Wenn ich einen von ihnen gefunden habe, wirst du mich dahin begleiten. Ach ja? Hey, ich bin immer noch dein Aufpasser. So lange, bis Baxter mir sagt, dass ich es nicht mehr bin. Also? Oh, oh hey, Bulli. Wie auch immer. Machst du dir das nicht ein bisschen zu einfach? Ich gehe zurück zu Bastion und schaue noch, wer sowas für mich hat hier. Rowdy? Oder ist das erst alles im nächsten Passus? Kann auch sein. Könnte sein, dass das alles erst im nächsten Passus ist. Auch nicht. Das war Myre. Nehmen wir Frank mit zur nächsten Mission. Ah ja, Fox retten. Fox retten! Den habe ich ja fast vergessen. Fast vergessen, den alten Streamer. Okay. Du was? Nein, auch nicht. Hol überhaupt mit? Ja. Box wird mit Frank gerettet. Das haben wir schon mit ihm gerettet. Okay, retten wir mal Fox. Fox. Wo ist er denn? Ah ja, direkt neben der Teleporter. Gut! Ah ja, da sitzt er ja. Hallo Mann. Na, gemütlich hast du es hier. Allerdings, komfortable Ausstattung, großartige Aussicht und alle zwei Jahre kommt einer vorbei, der mit mir eine Runde Scrabble spielt. Soll ich dich hier rausboxen? Ich habe keine Ahnung, ob du mir wirklich helfen kannst, ohne dich nicht selbst in die Scheiße reinzureiten. Was genau werfen sie dir denn vor? Eine ganze Menge. Ich habe den Mana-Schrein verkauft, war schuld am Krieg der Alps gegen die freien Menschen. Ach ja, und die Jungs in den dunklen Türmen habe ich auch gerufen. Jetzt mal im Ernst, wer hat dich denn so auf dem Kicker, dass du deine Zeit hier absitzen sollst? Lass gut sein, Jax. Du hast schon genug für mich getan. Erzähl keinen Mist. Rück schon raus mit der Sprache. Puh, ja, wenn's denn unbedingt sein muss. Es ist Ulf, mein Vater. Er steckt hinter all dem hier. Er ist einer der Warlords und schämt sich für das, was ich bin. Warlord Ulf ist dein Vater? Das erklärt, warum niemand im Fort wirklich Verantwortung für dich übernehmen will. Ja, leider ist die Sache kompliziert. Ulf möchte nicht, dass es breitgetreten wird. Was denn? Dass du sein Sohn bist? Das ist doch offensichtlich. Mittlerweile weiß das doch jeder hier, der was zu sagen hat. Es zu wissen oder sich öffentlich das Maul darüber zu zerreißen, sind zwei Paar Schuhe. Für die meisten ist das ein viel zu heißes Eisen. Darum hält ja jeder sein Maul. Moment. Dann ist also dein Vater derjenige, der dich hier festhält? Nicht nur das. Er will mich hier im Knast verrotten lassen. Kann ich ihm nicht verdenken. Ja, ja, sehr witzig. Wie kann er sowas vor den anderen Warlords rechtfertigen? Keine Ahnung, hat er jedenfalls gesagt. Ich werde mal mit Kaya darüber sprechen, wenn ich sie sehe. Die wird auch nichts daran ändern können, dass mein Vater ein Arschloch ist. Das vielleicht nicht, aber möglicherweise vergammelst du da nicht in diesem Loch für die nächsten Jahre. Macht Sinn. Du scheinst deinen Vater nicht sonderlich zu mögen.
Das ist ja nett formuliert. Ich hasse ihn. Gibt es dafür einen Grund? Wenn du es genau wissen willst, er hat meine Mutter getötet, als ich noch ein kleiner Junge war. Oh ja, das musst du mir mal genauer erklären. Meine Mutter und er waren auf der Jagd. Ziemlich weit weg von hier. Irgendwo südlich der Ruinen von Thompson Town. In Caracas? Ja. Sie wurden wohl von einigen wilden Raubtieren aufgespürt. Diese haben angeblich meine Mutter gerissen und er hätte gesehen, wie sie von den wilden Tieren zerfetzt wurde. Woher weißt du das? Das hat er mir selbst so erzählt. Ich meine, schau ihn dir doch mal an. Er ist ein Baum von einem Mann. Raubtiere. Das kann er jemand anderem erzählen. Ich glaube ihm kein Wort. Umgebracht hat er sie. Was macht dich da so sicher? Sprich mal mit ihm darüber. Dann wirst du wissen, was ich meine. In der Zwischenzeit versuche ich mal, die Grashalme hier zu zählen. So, dann mach's mal gut. Du weißt ja, wo du mich findest. Fulminant. Fällt mir das Park. Wo finde ich dich? Auf Twitch oder auf YouTube? Boi, Alter. Feier. Wo ist der Ausgang? Hier ist er. Schauen. Naja, wieder für alles zuständig. Ist ja nicht meine richtige Begleiterin. Hast du gewusst, dass der Warlord Ulf der Vater von Fox ist? Ja, die beiden haben ständig heftigen Streit miteinander. Wenn ich du wäre, würde ich mich da raushalten. Das sollen die beiden untereinander klären. Machst du dir die Sache damit nicht ein bisschen zu einfach? Die Fehde der beiden geht jetzt schon seit vielen Jahren so. Wie kommst du auf die Idee, dass ich als Außenstehende das irgendwie gerade biegen könnte? Ich lass besser die Finger davon. Lass uns später reden. Du kennst mich ja schon seit Jahren und wir sind schon sehr lange zusammen unterwegs. Was macht das aus uns beiden für dich? Wir sind extrem fähige Kämpfer mit ähnlichen Zielen. Es scheint mir schlicht und einfach nur logisch, dir zu folgen. Ulf, Anwaltsgehilfe. Warte mal. Wieder zurück rauf. Mist. Ich nehme den schnelleren Weg. Oder muss ich wieder mit Fox reden? Ja. Der Typ, dem habe ich noch nie geredet, den kenne ich nicht. Pass auf, wo du hinläufst. Du bist ein Warlord? Mein Name ist Ulf. Warlord Ulf. Merk dir diesen Namen. Und wenn du hier Ärger machst, dann wirst du meine Danya kennenlernen. Danya? Wer ist das? Deine Freundin? Das ist meine Waffe, du Einfallspinsel. Also, wenn du keine Bekanntschaft mit ihr machen willst, dann überlege dir gut, mit wem du es dir hier verscherzen willst. Verstehe. Du lässt Fox im Knast verrotten? Was denn? Wer bist du, dass du meine Autorität in Frage stellst? Was hat der Junge verbrochen, dass sein eigener Vater ihn so behandelt? Der Junge braucht eine Disziplinarstrafe für sein ungebührliches Verhalten. Er ist mein Kind und ich weiß am besten, was gut für ihn ist. Ende der Diskussion. Fox sprach von seiner Mutter und dass sie... Stopp! Kein Wort mehr! Das sind Dinge, die dich nichts angehen. Seine Mutter ist in Thompson Town von Raubtieren getötet worden. Das ist etwas, womit ich und mein Sohn leben müssen. Ende der Geschichte. Also, hinfort mit dir und kümmere dich um deinen eigenen Dreck. Ich war schon da, als der Grundstein von Goliath in Edan gelegt wurde. Also, begegne mir mit Respekt, sonst wirst du meine Danya kennenlernen. Deine Danya. Irgendwas ist doch faul an der Sache. Was ist wirklich damals südlich von Thompson Town passiert? Ist schon sehr lange her, aber vielleicht finde ich dort trotzdem noch einen Hinweis darauf.
Okay, jetzt hat das aktualisiert. Thompson Town. Ja, bauen uns in die Mitte der Stadt hinein. Wir werden dann rüberfliegen. Ein platzsparendes Konzept, diese Wohnkonstruktion. Soziale Interaktion auf schmalstem Raum sorgt sicher für einen schnellen Informationsaustausch. Und jede Menge Probleme. Ah, da ist der Teleporter, den ich früher mehr holen wollte. Gratis-Erfahrung. Oh, sie lebt noch. Sie ist bei den Morkons. Fettes Tier bei den Morkons, wie sie ausschaut. Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Ah, dann ja. Eiserne Lady haben sie mich früher genannt. Kann man sich das vorstellen? Heute ist das so unwirklich. Wer bist du? Ich bin Danya. Eine Morkon, wie du siehst. Und ja, ich weiß, ich bin viel zu weit draußen. Ich sollte besser in der Grotte bleiben. Aber manchmal zieht es mich an diesen Ort. Aus sentimentalen Gründen, weißt du? Moment mal, dein Name ist Danya, sagst du? Ja, so ist es. Warum fragst du? Ich kenne einen Warlord, der nennt seine Waffe Danya. Tatsächlich? Na sowas. Warum genau bist du hier? Ach, ich bin in tiefer Trauer hierher gekommen. In Trauer um mein Kind. Hier ist es geschehen, weißt du? Vor vielen Jahren. Hier an diesem Ort wurde mir mein Kind genommen. Wilde Raubtiere haben ihm aufgelauert. Er hatte keine Chance. Moment mal, so eine ähnliche Geschichte habe ich doch schon einmal gehört. Auch im Zusammenhang mit diesem Ort hier. Dein Kind, du redest von Fox. Du bist seine Mutter. Fox? Nein. So hieß er nicht. Ich gab meinem kleinen Jungen den Namen Forrester. Nicht Fox. Er sollte einen starken, erdigen Namen tragen. Seines stolzen Vaters wegen. Er war noch so klein, weißt du? Sein Vater, Ulf, ein Warlord der Berserker? Ja, das ist richtig. Woher weißt du? Hör zu, Danya, Ulf hat dich all die Jahre belogen. Dein Sohn, der ist nicht tot. Er lebt. Aber, was redest du da? Er lebt? Wie kann das sein? Ulf hat euch beide belogen. Deinem Sohn hat er erzählt, dass du von wilden Raubtieren gerissen worden bist. Und ganz offensichtlich hat er dir genau das Gleiche über ihn erzählt. Ja, aber warum sollte er so etwas Grausames tun? Er ist ein stolzer Warlord der Berserker und du eine Morkon. Ich nehme an, das konnte er mit seinen Prinzipien nicht vereinbaren. Nein, das kann nicht sein. Leider doch, fürchte ich. Das Gute an der Geschichte ist, dass dein Sohn ein stattlicher junger Mann geworden ist. Er hat sich einen anderen Namen gegeben. Er nennt sich heute Fox. Vermutlich, um sich nicht ständig an diese Geschichte zu erinnern. Mein Junge. Wo ist er? Noch ist er an einem Ort, wo du ihn schlecht erreichen kannst, aber ich werde ihn da rausholen. Hilf mir, Fremder. Was soll ich tun? Wo soll ich hingehen, damit ich ihn sehen kann? Geh in die Bastion von Caracas. Ich werde mich darum kümmern, dass dein Junge bald wieder bei dir ist. Sei verflucht, wenn du nur so ein Scharlatan bist und dich an dem Elend anderer Menschen ergötzen willst. Ich habe ja schon so viel Scheiße gebaut, aber in diesem Fall. Geh in die Bastion, eiserne Lady. Ich werde dir deinen Sohn bringen. Ich eile. Vielen Dank, Fremder, dass ich hoffen darf. Fantastisch. Wir sieht dann als Kletterin mitnehmen? Dort Box. Ich hätte schon lieber. Oh, Ulf, 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 was hast du da denn getan? Was sagt mir der Slog? Ihn raushauen. Er kann doch einfach mitkommen, er ist doch wirklich nicht gefangen hier drinnen. Und ist die Musik gerade so laut? Wo warst du denn so lange? Du hättest mir ja wenigstens eine Postkarte schicken können. Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Wenn du mir jetzt so ein Fraß mitgebracht hast aus der Kombüse von diesem... Bäh, das kann man echt nicht essen.
Hast du diesen Dreck schon mal probiert? Was? Nein, ich war in Thompson Town. Ach, wirklich? Und? Was hast du gefunden? Deine Mutter. Ich habe deine Mutter gefunden. Oh Mann, die muss wohl ziemlich schmal gewesen sein, so lang wie sie da schon liegt, meine ich. Nein, im Ernst. Dein Vater hat dir jahrelang eine Lüge über den Tod deiner Mutter aufgetischt. Was? Haben sie dir jetzt den Schädel verbeult oder was? Oh, halt endlich die Fresse und hör zu. Wow, wow, wow. Schon gut. Krieg jetzt bloß keinen Blutsturz, okay? Was redest du da für einen Unsinn? Muss ich mir jetzt Sorgen um dich machen? Okay, halt mal die Luft an. Ich mache es kurz. Deine Mutter lebt. Und jetzt ist sie in der Bastion, weil ich sie dorthin geschickt habe, um dich zu treffen. Das ist doch gequirlte Scheiße. Ich glaub dir kein Wort. Lass mal überlegen, was dich überzeugen könnte. Deine Mutter heißt Danya. Sie wurde früher oft die Eiserne Lady genannt. Vermutlich haben die Berserker ihr diesen Beinamen gegeben, weil sie eine Morkon ist. Vorher weiß... Egal, erzähl weiter. Ich kenne deinen Namen, Fox. Ich kenne deinen richtigen Namen, den dir deine Mutter gegeben hat. Du willst mich doch verarschen, oder? Nein, Forrester. Das ist mein voller Ernst. Deine Mutter lebt und will dich treffen. In der Bastion. Aber das ist... Das würde bedeuten, dass... Ja, ist es. Also, ich muss dich jetzt nur noch hier rauskriegen. Mach dir keine Mühe. Das werde ich selbst erledigen. Aber warte mal. Sollen sie doch versuchen, mich aufzuhalten. Exzellent. Ich war wohl überzeugend. Laufen. Als ob es da Gitter geben würde. Run, Forrester! Wo ist er hin? Ist er schon weiter? Oder ist er stehen geblieben? Oh, er klitscht einfach mal in die Wache rein. Ach, schauen wir noch, was Ulf zu sagen hat. Er klitscht einfach in die Wache rein. Oh. Ich kenne die Geschichte von Danya und deiner Vergangenheit mit ihr. Was erlaubst du dir, du Wicht? Du hast deinen Sohn wie Dreck behandelt, weil du ein schlechtes Gewissen den beiden gegenüber hast. Fox Mutter ist eine Morkon. Und sie lebt. Deinem Sohn hast du allerdings sein Leben lang etwas anderes erzählt, damit die Wahrheit nicht ans Tageslicht kommt. Macht sich wohl nicht so gut in deinem Lebenslauf als stolzer Vertreter der Berserker. Psst, nicht so laut. Das kann doch jeder hören. Ja, genau. Das soll schön weiter unter dem Mantel der Verschwiegenheit bleiben, nicht wahr? Aber damit ist jetzt Schluss. Fox wird bei mir bleiben. Und du wirst aufhören, ihm nachzustellen. Du Mistkerl, warum mischst du dich in Angelegenheiten ein, die dich nichts angehen? Fox ist ein freier Mann. Es sei denn, du willst, dass wir das vor den anderen Warlords ausdiskutieren. Ja, ist gut. Und jetzt verschwinde. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Er wird auch rechtzeitig in der Bastion sein, dass ich nicht extra auf ihn warten muss. Nein, bitte nicht! Ach Gott, ich schlafe einfach eine Runde drüber. Dann wird er schon da sein. Wo ist mein Bett? Wo ist Forecaster? Mein Mantel klitscht. Einmal durch den ganzen Körper durch. Und jetzt? Wirklich, er ist noch immer nicht da. Ich bin kurz gewundert, warum da nur ein halber Mann steht. Das ist mein Sohn. Goddammit, Fox. Lass dir nur mal Zeit. Ich will was zu sagen. Nein. Lass dir deine Frisur klitscht wieder. Oh! Er braucht wirklich eine Ewigkeit. Ach, Crony was? Das wird wohl alles im anderen Passus zu tun sein. Frank, du was zu sagen? Na,
nach und es ist mir eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. Wollte ich nur mal sagen. Jagul. Jax. Jagul. Oh Gott. Bike verlässt die Gruppe. Oh, wo sind wir denn hier? Na schön. Machen wir weiter. Ah, mein Kopf. Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Ah, Scheiße. Schon wieder. Was mache ich hier? Was habe ich gemacht? Wenn ich will, dass das aufhört, werde ich mich darum kümmern müssen. Okay. Dafür wird Wolf schon wieder in der Bastion sein. Doch was Gutes. Liegt doch was oben. Ich sehe es doch. So. Ja, da haben wir schon ewig nichts mehr rausgebraten. Bahnhofränke kann ich auch kaufen. Das ist. Da haben wir den Depot daneben. Gut, gut. Wo führt mich das hin? So, jetzt gehen wir da aber noch rüber schauen. Ob es da noch was Interessantes gibt. Interessantes. Brücke, die nichts macht. Gut, wenn der mir einmal auf die Nuss gibt. Da wählt aus. Sind da zwei? Wollte ich. Aber das Ding schlaft noch. Sorry. Ab hier. Noch so ein Ding in der Nähe. Ah. Mich tatsächlich erwischt das Ding. Gegen den Felsen mit dir. Ich will halt hier looten, wenn ich schon mal hier bin. Interessantes. Hier wollte ich rüber schauen. Da sind dann. Eine fette Umweg Richtung Fort. Schaut doch nach Nachtwächtern aus. Bestiger. Ich eine legendäre Waffe hier. Die nicht auch. Legendäre Waffe hier in der Gegend. Mission ist es anscheinend auch. Drecksviecher. Tag des Tages. Heldentag des Tages.
Irgendwen gerettet gerade oder was? Ruhe, habe ich gerettet. Weil ich schwer zum Hacken ist. Zum Lockpicken. Das war wohl nichts. Doch mit Taktik durch. Atmen neben mir gehört. Da war doch irgendwer. Oh, das. Wer bist du? Halt! Keinen Schritt weiter! Das ist doch wohl jetzt nicht dein Ernst, Junge. Ach, ich sehe schon, du bist ja gar nicht. Egal. Nichts für ungut. Ich hab dich wohl verwechselt. Wen hast du denn erwartet? Ich dachte, du wärst einer meiner Aufseher und willst mich kontrollieren, ob ich meine Aufgabe auch erledige. Wer ist dein Aufseher? Ich könnte dir das erzählen, aber dann müsste ich dich töten. Hm. Ja, tut mir leid, ich weiß. Aber ich habe die Regeln nicht gemacht. Ein Morkon hier draußen? Ganz allein? Ja, ich weiß, es ist gefährlich. Aber ich muss doch meinen Auftrag erledigen. Auch wenn ich dabei draufgehe. Von welchen Regeln sprichst du? Na, den Mist, den die oberen Patriarchen uns jungen Vandalen ständig eintrichtern. Von wegen der göttlichen Fügung, Ausrottung und Zerstörung und so. Ich sehe schon, du bist ein wahrer Experte für die Ideologie der Morkons. Nee, eben nicht. Das ist ja der Grund, warum ich immer Ärger bekomme. Was genau ist denn deine Aufgabe? Immer wieder schleichen sich einige lästige Nachtschatten gefährlich nah an den Eingang unserer Grotte. Mein Aufseher sagte mir, er wüsste, wo das Nest dieser Biester sei. Er hat mich losgeschickt, das Problem an der Wurzel zu packen. Du halbe Portion sollst ein Nest voller Nachtschatten säubern? Mann, 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 Mann. Da will dich wohl jemand loswerden. Glaub mir, ich bin nicht durch Zufall Vandale geworden und kann ganz schön zäh sein, wenn es zum Kampf kommt. Kann schon sein, aber Nachtschatten sind hochgefährlich. Ja, ja, das weiß ich doch. Aber ich muss mich doch drum kümmern. Aber doch nicht allein und schon mal erst recht nicht ohne weiterführende Ausbildung. Du bist Vandale, sagst du. Dann fehlen dir auf jeden Fall ein paar Körner, um so einen Job zu erledigen. Ja, aber das würde ja bedeuten... Genau. Dich will jemand aus dem Weg räumen. Verdammt, vielleicht hast du ja sogar recht. Aber ich kann ja nichts machen. Wenn ich unverrichteter Dinge wieder zurück in die Grotte gehe, werden sie mich töten und ich kann meine Größe nicht mehr unter Beweis stellen. Bastion mit dir. Dein Arsch ist gerettet, würde ich sagen. Das Nest ist ausgeräuchert. Sind sie erledigt? Alle? Wirklich? Deine lästigen Nachtschatten werden niemanden mehr angreifen. Es ist also vorbei. Oh Mann, wenn ich das meinem Aufseher erzähle... Du solltest froh sein, dass du noch lebst und die Scheiße los bist. Wenn ich du wäre, würde ich mich ganz still verhalten und hoffen, dass man dir nicht noch so ein Himmelfahrtskommando befiehlt. Ja klar, du hast natürlich recht. Ich stehe tief in deiner Schuld. Hier, nimm dies. Dafür, dass du mein Leben gerettet hast. Schon gut. Und jetzt hau ab und halt dich besser im Hintergrund. Okay, ich danke nochmal. Ach, 200 Splitter. Schlaft denn alles? Ja, das... Die Loot können wir verzichten. Oh, auf diese Loot aber nicht. Eisenerz. Etwas Cooles, etwas Gutes. Schwarz. Sind Schwarz. Oh je, okay. Na dann zurück zur Bastion. Ah, ist schon Familientreffen, ich verpasse es ja. So, TPL. Oh,
Bergwerk habe ich in Bremsraketen was reingesteckt. Oh Mann. Mein Junge. Und vergiss nicht, was du sagen wolltest. Ich habe jetzt erstmal Sendepause. Ich habe einen ehemaligen Wüstenteufel, meine ich. Tatsächlich, das ging ja schnell. Es war leicht in Erfahrung zu bringen, wo er sich gerade aufhält. Er rennt irgendwo im Wald von Tavar herum. Alte Gewohnheiten und alte Jagdgründe. Mirko ist aus Tavar nie wirklich herausgekommen. Mirko? Was ist das für ein Kerl? Er geht meist den Weg des geringsten Widerstands und hat für kaum jemanden etwas übrig. Eigentlich eine ziemlich linke Bazille und schmieriger Zeitgenosse. Wir nannten ihn oft auch Schmierko. Klingt passend. Also, wie sieht's aus? Wollen wir? Hey, Folgendes. Ich weiß ja nicht, ob das bei dir normal ist, aber... Ja, ich weiß. Ich sollte dringend etwas gegen meine Aussetzer unternehmen. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Zeit dazu finde. Oh. Nächste Folge. Wir machen hier eine Pause.